Dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Sweet Transit. So, jetzt müssen wir erstmal hier entwurmen und mal gucken, was wir hier am besten machen. Die fahren in beide Richtungen. Der fährt auch in beide Richtungen. Warum fährt er hier unten nicht runter? Der kann doch überall hinkommen. Oder nicht? Der kann doch überall rausfahren. Der kann da unten auch rausfahren. Und hier unten genauso. Kann da überall hinkommen. Vielleicht ändert sich das noch, wenn er unterwegs ist. Vielleicht ändert sich das noch. Mal gucken. So, pass mal auf. So, hü. Das ist jetzt ein Personenzug, ne? Da haut es Leute rein. Genau. So. Warte mal, jetzt fährt er wohin? Baumwolle. So. Baumwolle, fahr die mal an. Mal gucken. So. Hü. Jetzt fährt er weiter. Ach, passt. Siehst du. Wunderbar. So, jetzt haben wir das, jetzt läuft das nämlich hier. Baumwolle wird produziert. Jetzt müssen wir noch ein paar kleine Details ändern. Und zwar ein paar Lager noch hier rein. So, die hier. Wir können jetzt wie viel lagern? 500 oder was? 500. So. Und ich würde sagen, die Baumwolle fahren wir nach oben, ne? Wie ist das eigentlich mit Produktion ist so niedrig? Okay, jetzt können wir den wieder losjagen. Warte mal, wo ist denn der? Da. Das ist der Holzzug, ne? So, zack, einsetzen. Jetzt kommt die Frage. Wenn wir von hier unten, wenn wir Fisch wieder hochfahren, können wir das auch umladen, dass wir sagen, geht das überhaupt? Wo ist denn der Fisch? Was haben wir hier? Waren Tripoli. So, das ist einmal. Das ist ja ausladen. Vorbeifahren, besuchen, einladen, ausladen. Das kann man nicht. Filter hinzufügen. Filter hinzufügen. Was ist denn das? Arbeiter. Ach, warte mal, genau, stimmt, dann können wir da was zufügen, dass ich sagen kann, hier, das soll jetzt hier, die Fracht soll ausladen, dann kann ich aber sagen, einladen, andere Fracht. Das müsste ja funktionieren, das müssen wir mal testen. Jetzt fährt der Ware nämlich von Zobar Town 2 nach Tripoli, und zwar fährt er nämlich da die, welche ist denn das? Wenn ich den jetzt finden würde, das wäre super cool. Da ist er, Kartoffeln und Fisch, da fährt er das da hoch. Weil da muss ja auch, dann müsste, es wäre Blödsinn, wenn er jetzt da hochfährt und dann wieder leer zurückfährt. Wenn ich ihn sagen könnte, wir brauchen zwei Sachen da rein. Oder? Bestimmte Güter. Fleisch. Ach, der nimmt nur Fleisch rein. Der macht dann nur eine Sache. Ach, das ist natürlich doof. Das müssen wir sortieren. Das müssen wir dann nochmal sortieren. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Baumwolle. Die wollen wir gerne hier oben hin karren. Hier oben hin, ne? Dass hier oben die Baumwolle herkommt. Und dass hier oben die Baumwolle produziert wird. Hier oben. Da, also in dem Bereich hier. Ne? So. Dafür brauchen wir auch mehr Leute. Erstmal Straßen. Wir brauchen irgendwie Straßen. Straßen finde ich immer cool. So. Hier. Dahin, zack. Von mir aus einmal hier hinten durch. Was ist das hier? Hier passt noch was rein. Hier können wir auch, sag schnell. Wie weit kommen wir denn hier? Das könnten wir eventuell. Ich weiß nicht, wie groß. Was ist, was haben wir denn hier? Ach, eine Kirche, ein Gotteshaus. Aber das kann ich bauen. Das könnte ich bauen. Ach nee, stimmt, das haben wir doch da unten gebaut. Richtig. Göttlich. Göttliche Fügung, meine Freunde. Göttliche Fügung. So. Juhu. Oh, doch, jetzt ist sie glücklich. Alles klar.
Das Gotteshaus. Was haben wir jetzt hier noch? Kleidungsladen. Was haben wir hier? Steinweg Kleidungsladen. So, da brauchen wir sowas rein. Da passt noch ein Haus daneben. Es wird schwierig jetzt. Ich darf das nicht zu eng bauen alles, ne? Ach ne, geht nicht mehr. Wir haben noch 28 Holz. Okay, warte mal. Dann brauchen wir noch einen Zug, der da die Baumwolle da hochfährt. Was ist denn das für eine? Ach, das ist diese. Ach, der ist das. Alles klar. So, jetzt dürfen wir. So. So, nicht vergessen, neuen Zug. Ach nee, warte, wir brauchen ja erstmal den Baumwolltransport, ne? Sonst ist es ja ein bisschen schwierig, ne? Neue Route. Und zwar Route. Baumwolle. Wolve. Tripoli. Irgendwie so, ne? So, Baumwolle, Farbe nochmal ändern. Was hätten wir denn für eine schöne Farbe hier? Was Grünes. Genau, Grün ist schön, ne? Ach, haben wir auch schon mal. Okay, gut. So, Baumwolle. Warte mal, Baumwolle könnte auch weiß werden, ne? Baumwolle, so. Na, hätten wir auch da gehabt. Na gut. Ich habe da so viele Farben hier. Baumwolle. Erstmal wohin? Baumwolle dahin und einmal Tripoli, da sollst du hinfahren. Und zwar einladen, volle Fracht und ausladen für leer machen. So. Was habe ich hier verstrichene Zeit gemacht? Volle Fracht, habe ich gesagt, ne? So, verstrichene Zeit wegnehmen. So. Siehst du, haben wir die fertig? Dann brauchen wir erstmal den Zug hier. Zack. Und zwar nehmen wir. Wo passt Baumwolle rein? Ist das hier? Ne, das nicht. Da passt Baumwolle rein. Alles klar. Ich glaube, wir brauchen auch so einen großen hier, ne? So einen Vierer. Wir nehmen den mal und sagen aber hier bestimmte Fracht, ne? Sagen wir Baumwolle. So. Bestimmte Fracht, Baumwolle. Bestimmte Fracht, sagen wir hier auch. Baumwolle. Und hier genauso. Baumwolle. So. So, Baumwolle Tripoli. Bauen. Hü. Mal sehen. Bin mal gespannt. So. Was haben wir jetzt hier rumlungeln? 150. Siehst du, das ist wieder das Problem, was ich mir fast schon gedacht habe. Das habe ich mir fast schon gedacht. Und deswegen waren überall die ganzen extra Signale noch dran, damit das ein bisschen länger ist. Weil der ist viel zu lang. Viel zu lang. Der steht ja bis nach Spanien raus. Das ist jetzt voll doof. Wenn ich das Signal hier wegnehme, ne, fährt er denn weiter? Alles klar, jetzt. Okay, so, fahr mal raus. Ich baue den mal wieder ein hier. So, jetzt muss das hier geändert werden, hier oben. Dann müssen wir noch dichter zusammenrücken. Bauen wir alles weg hier. So. Jetzt wollen wir das mal anders machen. Und zwar. Wie? Warte mal. So. Erstmal daran. So. Der muss erst auf jeden Fall. Nee, das soll er nicht. So, und dann daran, ne? Ist das gleiche Spiel in Grün, glaube ich, ne? Tut sich, glaube ich, nichts, ne? Da kommen wir hin. Da kommen wir nicht hin. Ach, was machst du denn da?
Nein! Was machst du denn da? Lass mal raus hier. So, nochmal. Einmal dahin, einmal dahin. Kommen wir jetzt überall hin? Jawohl. Jetzt kommen wir überall hin, aber das ist ja das gleiche Spiel in Grün, ne? Die Entfernung ist die gleiche. Oder sind wir weiter rangerückt jetzt? Kommen wir überall hin? Ich glaube schon. Einmal raus. Einmal rein. Upp. Das geht rein und das geht auch rein. So. Jetzt müsste das doch besser sein, oder? So, er lädt auf jeden Fall, ne? Baumwolle. Jawohl. So, wir produzieren fleißig weiter Baumwolle, ne? So, die wird jetzt hier hochgekarrt. Und hier oben wird denn da ganz fleißig, Produktion benötigt ein Lager, das über Straße erreichbar wird. Okay, Lager, Lager, Lager. Was haben wir da? Kleines Lager. Kriegen wir hier vorne auch ein Lager? Das reicht nicht. Baue ich da mal ein Lager hin? Produktion ist damit erreichbar. So. So, da haben wir jetzt die kleinen, den kleinsten. Genau. Ach, wir haben nicht genug Holz. Ach, komm schon. Mach Holz. 15, 14, 13. Komm, mach voll. Los! Alles klar. Da wird Holz abgeladen. Wundervoll. Wundervoll. Dann nochmal Holz machen hier. Wenn man hier so, ne? Den da. 50 Holz geht dafür drauf. Alter Freund. So, die produzieren. Was produzieren die denn? Ey. Ach, der ist schon da gewesen. Du sollst dich wundern. Juhu, jetzt haben wir Klamotten hier. Die werden noch glücklicher, du glaubst es nicht. Nicht genug Arbeiter. Für was? Ach, kein Problem gefunden. So, jetzt kommen hier nämlich Klamotten rein. Das ist doch großartig, aber ich glaube, die zwei reichen nicht. Ne? Was produzieren wir hier? 15 in der Minute. Das ist ja gar nichts. Was steht hier? Ladezeiten? Kapazität 100. 200 ist das die Kapazität. Hm. Wir haben nicht genug Holz. Also wir können hier ein, zwei, nochmal, ne? Also noch ein paar mehr machen. Der Bahnhof. Wie weit ist der denn jetzt dran? Der Bahnhof. Jetzt müsste der ja theoretisch... Da ist der Bahnhof. Also dann können wir hier auch noch was dran. Dann machen ein paar Leute mehr. Effizient unter... 100%. Da kommen nicht genug Leute ran. Das ist das Problem. Nicht genug Arbeiter. Oh! Oh Mann, du. Wir müssen hier ein bisschen Häuser bauen. Aber ich glaube, das Problem liegt aber nicht nur an Häusern. Das Problem ist aber auch... Drei... So, ne? Wupp. Mal sehen, ob das klappt. Ah, das geht gerade so, ne? Geht gerade so. Wasser. Wie weit können wir denn mit Wasser? Wir machen mal Wasser direkt hier oben. So. Und den Marktplatz. Wo ist denn der jetzt? Lassen wir mal Marktplatz. Der deckt das hier eigentlich ganz gut ab. Wie weit kommen wir denn da? Marktplatz da hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Haut das hin? Ja. Ach nee, jetzt. So. Jetzt müsste der Marktplatz gut sein, ne? Oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Marktplatz müsste jetzt gut sein. So, Straßen. Nochmal da Straßen hin und hier runter, ne? So. Jetzt haben wir dieses eine Haus hier oben. Das müsste passen. Nicht genug Arbeit da. Wir haben auch nicht genug Holz. Siehst du, wusste ich doch. So. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen so 60 Holz, Leute.
Wir brauchen 60, wo ist der Holz wieder? Da lungern die hier unten rum und bringen Herrn Holz da hoch. Macht mal Hü. So, wollen wir nicht genug Arbeiter da auf jeden Fall? Kartoffelfarm? Da ist nicht genug, da ist nicht genug. Da auch nicht. Oh, Mando. Was haben wir da? Weizenfarm. Das nächste ist 3,5 Weizenfarm. Oh, wir müssen das alles noch verbessern hier. Wir müssen das echt noch weiter aus dem Knick holen hier, dass hier wirklich mehr Leute sind. Aber ich will mal wissen, wann wir hier endlich mal aufwerten können. Aufrüsten. Können wir nicht. Ich bin mal gespannt, wann das soweit ist. So. Was haben wir denn hier? 45, 133 Arbeiter. Wundervoll. So, ein bisschen schneller machen. Was ist das hier? Der Fischwagen. Genau. Fisch und Kartoffeln. Komm hier oben an. Fisch leider nicht mehr da. Fisch fehlt. Kartoffeln auch. Also reicht das nicht, was wir haben. Ne, das reicht von vorn bis hinten nicht. Da ist wieder gut. Da ist nicht gut. Was haben wir jetzt? Was sagt er hier? Pass mal auf. Mal gucken. Verbrauch 35. Wir brauchen 35 auf jeden Fall schon mal. Was haben wir hier? Gibt nicht genug Arbeit. Diese werden... Vielleicht, wie gesagt, ist ein Zug zu wenig, dass wir noch einen zweiten haben müssen, damit er das hier alles anfährt. Das ist alles Holz hier. Bei dem Holzgeschichten ist es, klemmt das jetzt. Was hast du hier denn? Das gibt's doch gar nicht. Das ist wieder voll. Da fährt doch keiner wieder mit, ne? Wollt keiner mit. Hinweis. Objekte, die du freigeschaltet hast, können ausgeblendet werden, indem du sie mit einem Link, mit der linken Maustaste anklickst. Alles klar. Alles klar, alles klar. Ja, das hier zum Beispiel, das kann weg. So. Wir brauchen, wie gesagt, Holz. Ohne Ende Holz da rein. Oh, was ist denn jetzt los? Ich wusste das doch. Warte mal, wir müssen mal hier kurz mal eben mal schnell fix mal. Da machen wir mal einen Halt in der Mitte, ne? Weil der Zug ist wieder irre lang, der passt da schon wieder nicht hin. Ich glaube, das ist nicht das erste Problem, was wir haben, ne? So, pass mal auf. Wir machen mal hier so rum und so rum. Und nehmen mal da die. Oder ist das denn besser? Ja, dann fahren sie auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Ja, die passen da gerade eben so hin, ne? Also ich meine, die sind glaube ich flüssig, ne? So, die sind flüssig. Ach Gott. Die Züge werden zu lang. Das ist das Problem, was wir haben. Was haben wir hier? Holztransport. Der kommt irgendwie auch nicht aus dem Knick, ne? Weil mal der hier sagt, wohin? Das ist wieder Holz, der kommt da hoch. Sorry, kriege ich das irgendwie anders verbaut? Kriege ich das irgendwie anders verbaut, wenn ich den hier mit reinbaue? Das müsste doch gehen, wenn ich den dazwischen baue.
Ach, da will ich den. Ach, den kriegst du nicht gebaut, oder was? Den auch nicht. Ach, den haben wir selber gebaut. Das haben wir selber gepflanzt. Pass mal auf, da müssen wir hier was machen. Und zwar versuchen wir mal. Der muss ja. Das wird echt schwierig, ne? Das wird echt schwierig, dass wir das hier verpackt kriegen. Da ballert er durch. Und ist nicht weiter. War durch. So. Päuschen. So, pass mal auf. Das machen wir das hier nämlich. Und zwar hier hin. So, nehmen wir das andere raus. Das Ding weg. Und zwar so rum, ne? Den bauen wir mal dahin. So rum. Warte mal, jetzt muss der hier kommen. Von da. Daran. So. Jetzt kommt er hier nämlich auch. Will daran. Wupp. Jetzt kommt der andere nämlich von hier oben. Und kommt. Warte mal, müssen wir es so rum machen? Auch nicht, ne? Das ist schwierig, ne? Also das ist echt nicht so einfach. So auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich hier einen. Den möchte ich irgendwie da hin haben. Auch nicht. Wenn ich jetzt sage, von hier aus. Der verbindet, der baut das so ganz merkwürdig hier. Das ist ja ganz furchtbar. Warte mal, nein, mach das weg hier. Alter, was machst du hier denn? So. Machen wir so rum. So, okay. So, pass mal auf. Der geht nach oben hoch, der läuft nach dahin. Der kommt von hier oben runter und will noch dort. Das passt. Und wenn der runterfällt, kann der auch nach dahin fahren. So. Was eine kuriose Kreuzung wir gebastelt haben. Ist ja wieder mal beängstigend, das zu sehen. So, einmal da raus und einmal da rein. So. Haben wir. Ne? So. Jetzt will ich gerne da oben hin. Irgendwie da oben hin. Irgendwie da so hin. So, mit dem vielleicht auch. Das möchte ich ein bisschen verkürzen. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Dass wir die irgendwie hier eingebaut kriegen. So. Der muss ja auch denn da hin, ne? Ne, warte mal. Das machen wir so. Der kommt von hier und möchte denn. Der möchte denn daran. So. Haut auch hin. Nehmen wir so mit. Dann kommt er aber auf jeden Fall auch überall hin. So. Der kommt überall hin. Wenn er hier rausfährt und er will zum Beispiel hier runter, dann muss er gut einmal rumfahren. Das geht aber. Das soll er aber eigentlich nicht. Das macht er auch nicht. So. Haben wir Platz für. Ich weiß nicht, ob wir Platz dafür haben. Mal schauen. So. Hölzi. Fährst du gerade durch? Tust du nicht. Gut. Dann lass es bleiben. Wenn du nicht willst. Mach das doch jetzt, guck mal. Züge benötigen Treibstoff, um effektiv zu fahren. Sie tanken automatisch auf, wenn sie. Ach Mist, jetzt haben wir was übersehen. Ja, Miste. Da ist kein Treibstoff mehr. Nein, ich will das jetzt nicht haben hier. Geh mal weg, alles klar. Hier ist bestimmt kein Treibstoff, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo ist denn unser Kohlezug hin? Ach, der Kohlezug. Wo ist denn der jetzt hier? Transport. Wo ist denn der Kohlelager? Nee, Kohlelager ist verkehrt. Kohlestation. Wo ist er? Jetzt muss ich bloß hier die Farbe finden. Ach, warte, machen wir weg hier. Weg, 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 weg.
Wo ist denn der jetzt hin? Ist er das hier? Das ist er doch hier. Ne, warte mal, das ist er. Kohle. Der braucht da eigentlich gar nicht anhalten. Oder? Der braucht da eigentlich gar nicht anhalten. Weil die Züge, die da fahren, die fahren sowieso hier hin und her und die holen sich hier unten ihren Kram, ihre Kohle, die ist nämlich hier unten gelagert. Dann braucht der nämlich normalerweise der Kohlezug, den wir haben. Kohlestation, pass mal auf, das haben wir hier. Tripoli, da braucht er nämlich nicht hinfahren. Da sagen wir einfach mal Baumwolle, da soll er hinfahren. Tripoli, jetzt nehmen wir raus. So, und zwar Fracht leeren auf Null. Dann hat auf jeden Fall, der Zug kriegt auf jeden Fall genug Kohle ab. So. Wäre das nicht günstiger gewesen hier oben rum? Na gut, vielleicht soll ich da nicht. Naja, wird schon klappen. So, mach voll. Kohle müsste ja auf jeden Fall genug da sein, ne? Ja, Steine klemmen jetzt auch, Holz klemmt und ach, ist alles ein bisschen Wagen, alles. Produktion 0. Das ist aber wenig. Warum ist hier die Produktion auf 0? Weil Steine sind ohne Ende da. Wollen wir denn, was ist das hier? Wollen wir ein Lager? Da ist ein Lager. Zeig mal an. Guck mal hier, da sind 400 Steine. Oder fehlt uns der Zug noch? Nee, ist keiner da. Wo ist denn der Zug? Der Steinzug, wir müssen mal gucken hier, pass mal auf. Station, Transport, also Steinbruchtransport, Stadt. Bergsteinlager, so, da ist er. Ist er doch schon hier. Bergsteinlager, so. Aber jetzt doch wieder hier, da ist doch wieder ein Wurm drin, oder was? Da hängt mit dem Arsch wieder hinten raus, da weiß er nicht wieder nicht wohin. Das ist das Problem. Weil die werden zu lang, die Jungs. Das ist das Problem, die werden zu lang. Also müssen wir hier die... Fahr raus. Fahr weg. Fahr weg. So, Pause. Mal die Gleise wegnehmen. Und zwar, entfernen wir mal hier die Gleise. So, die Gleise wegnehmen. Die bauen wir hier vorne nämlich mit ran. Nehmen wir nochmal die beiden Signale weg. Weil hier ist auch noch ein Signal, das überflüssig ist, ne? Hier ist auch noch ein flüssiges. So. Hier nochmal eine Kreuzung hinbasteln. So. Einmal so, ne? Denn einmal drin, drin. Und zweimal raus. Raus, raus. Jetzt nehmen wir das hier unten nämlich weg. So. Tja, das ist, dass wir nicht, nicht zu kurz sind. Also für nächstes Mal müssen wir dran denken, dass wir das länger bauen. Holz haben wir, Steine haben wir die hier. 220. Ja, es wird echt knapp jetzt, ne? Aber jetzt kommt es wieder. Gut, Holz ist auch noch so knapp. Aber Holz müsste doch tonnenweise da sein. Fast 4000 Holz. Das passt aber gerade so, ne? Das hier zwischen, das passt gerade ebenso.
So, und schon wieder, die Folge ist durch. Meine Güte, haben wir was geschafft? Nee, irgendwie nicht. Oder irgendwo doch ein bisschen, aber nicht so richtig, also nicht so richtig doll. Also es klemmt immer noch, dass wir nicht genug Holz rankriegen. Vielleicht müssen wir nochmal sehen, dass wir woanders nochmal Holz ran schaffen. Dass wir eventuell da noch was machen können, bahnhofstechnisch irgendwie das weiter rausziehen, dass wir das größer machen, dieses Dreieck hier, oder diesen Kreisverkehr hier vorne, dass wir den nochmal wegnehmen und weiter hier rüber schieben. Dann können wir nämlich hier mehr Gleise reinbauen. Dann ist da noch mehr Betrieb drin. Ja, müssen wir sehen, dass wir irgendwo anders noch Holz rankriegen. Irgendwie beschleunigen das Ganze noch irgendwie, ne? Aber du brauchst ja die Flexibilität irgendwo. Die muss ja da sein. Das nützt ja alles nichts. Aber na gut, die Folge ist durch. Da sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.